Hier sind wir fertig, wir können zurück. Du, Das kostet mich überhaupt keine Essenz. Wieso? Ach, da steht auch gar kein Verbrauch. Da ist... Kosten 20 Essenz. Was ist eigentlich das Rote? Wie? Der rote Trank. Ist das Heilung? Das Heilung, klar. Was so? Und rechts das ist... Oh, ich weiß gar nicht. Beim Mönch müsste das Geisteskraft sein, ne? Ja, ich glaube schon. Jo. Was ist das? Ja, Geisteskraft. Genau, die füllt sich nur auf... Boah, wenn du kämpfst, glaube ich. Nee, das war so beim Barbar. Beim Barbaren. Ach so. Ja, einige Fähigkeiten brauchen halt Special Magie Kraft, so wie Mana, Leorix Korridor. Was? Was ist das? Ja, hier sollen wir rein. Ja, okay. Annehmen. Du musst das annehmen. Momentan findet ein Ereignis statt. Sie müssen warten. Was? Oh nein! Lena, wir müssen dem alten Mann helfen. Ich helfe dir gerne, Lukas. Oh nein. Ein Rachegeist. Ein Rachegeist? Ich kann ihn auch sehen, Lukas. Oh, sie tun dem alten Mann weh. Ich greife von hier oben an. Ich werde euch retten. Ich werde euch retten. Wie gut. Oh, Lena, Kopfspalter. Voila, wie viele Heiltränke. Ja, ne? Und Kohle. Hallo, alter Mann. Aber warum? Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste. Ja, die Schlimmste. Lena, du hast den alten Mann nicht aussprechen lassen. Schämst du dich nicht? Kein Respekt vorm Alter? Nein. Oh, oh. Hallo? Oh, Kohle. Ich. Was denn? Da geht's lang. Weiß ich nicht. Wir müssen hier lang. Ja, ich will hier lang. Guck dir das an, ich fliege schon fast. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Hier lang. Den alten Mann daher. Ja, aber hier ist eine Truhe. Lena, hier ist eine Truhe. Achso. Geil, ich hab Schuhe gekriegt. Neun. Achso, ich wollte mir das hier anschauen. Mit den folgenden Accounts handelbar. Oh Gott, da steht einfach mein alter Game-Tag. Leben pro Treffer, bla blub. Achso, weil ich momentan eh nichts habe. Ich hätte das mal ausrüsten sollen, nicht Honk. Aber ich, oh. Ich weiß nicht, ob wir uns hier frei bewegen können. Wir sollten ja Deckard Cain folgen. Was? Wir sollten ja dem alten Mann folgen, aber wir können uns hier auch gerne umschauen. Du hast das selber aus. Du musst nach Neu-Tristram. Achso. Ich habe Leas Onkel, Deckard Cain, auch. Oh Gott, nein! Er wurde von einer untoten Kreatur verfolgt. Oh nein! Ja, interessant. Ja, ich höre zu. Ja, ja, ja. Oh nein! Ja, du bist so Story interessiert. Wie kommt's? Ja. Ich habe deine Videos geschaut. Onkel, du lebst! Oh, Schimmer. Und Schimmer passt vorbei. Oh, das ist toll. Nein! Ich hab mich vertan. Ja. Oh, Lena. Was ist das denn? Fantastisch. Ich will. Ich könnte mich jetzt hier voll hoch... Aber das ist Cheaten, das mache ich nicht. Also, es ist nicht Cheaten, aber es ist halt... Es ist so schon... Ja. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde.
Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut einzusuchen. Ich werde einen Weg finden, ihm sein Gleichgewicht wiederzugeben. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied. Also der andere Typ ist ein richtiger Raucher. Ich werde dafür sorgen. Das. Was? Skelettmagier erweckt ein Skelett, das sich aus dem Boden erhebt und eure Gegner angreift. Aber was ist mit den Schriften? Ja, interessant. Sprecht mit Schmied, was? Der Schmied. Hedrick Eamon. Schmied? Also hinten. Nein. Schmied. Schmied? Wir müssen gleich jemanden töten, Lena. Und wie? Wie? Ich kann doch nicht jemanden töten. Oh, Lena, warte, bleib mal. Hier, komm mal her, hier, komm mal her. Ja. Ist hier bei dir was? Ja. Bei der müsstest du deinen Kram umwandeln können. Kann ich? Und da herstellen. Und dann nennt sich das Ganze Färbemittel. Oder transmogrifizieren, da kannst du das Aussehen ändern. Das kostet allerdings Gold. Aber du brauchst dein Gold eh für nichts anderes. Und das macht jetzt am Anfang wenig Sinn, weil du findest noch so viele Sachen, die besser sind. Ich will gar nicht. Echt nicht? Ja. Also wie, kann ich jetzt bestimmte Dinge färben oder was? Ja, kannst du mit der reden hier? Ja. Und dann sagen herstellen? Was? Bei dem Tab, da steht doch reden und herstellen, oder? Ist das jetzt generell für jede oder was ist für jeden? Es kann sein, dass du das freischalten musst und ich meine es auch so in Erinnerung zu haben. Aber ich dachte, weil ich das Spiel hoste, vielleicht, eventuell. Kann ich, ja. Und du kannst jetzt verzaubern, transmogrifizieren und färben und bla? Ja, wenn ich genug Geld hab, ja. Achso, ja, dann tob dich aus. Aber es zählt ja nicht für jede, oder? Nein, du musst das mit jedem Gegenstand einzeln machen. Was? Ich gucke mal eben. Boah, ich könnte hieraus richtig fette Set-Gegenstände machen. Alter, das kostet 50.000. Und sieht trotzdem scheiße aus. Nee, danke. Gut. Dann mach ich's lieber nicht. Das wäre scheißegal. Erzeugt Essenz. Kostenessenz. Okay. Okay. Und das hier kann ich immer benutzen. Das hier kann Was ist jetzt passiert? Was hat die für Titten, Alter? Entschuldigung. Was nehme ich denn? Weiß ich nicht. Aber das ist halt scheiße teuer, ne? 500? Achso, mehr kannst du eh noch nicht. Du musst die Miriam ausbilden. Ich weiß gar nicht, was man dafür braucht. Ich habe das schon mal gemacht mit meinem ersten Spielstand. Also die Mystikerin an sich, die Stufe, die Ausbildung bei ihr souverän. Ihr habt den höchsten Rang erreicht. Okay, kann sein, dass das mit Gold oder so ist. Das weiß ich nicht. Boah. Scheiße, egal. Hältst du dich daran? Was ist das denn? Warte. Lena! Was denn? Du hast echt den Spaß deines Lebens, ne? So, so ist gut. Okay, du hast echt Spaß, ne? Oh, Kommode. Ich finde es nicht schön aus. Besser als du. Gott, mit deiner Krone, oh Gott. Ich dachte, danach wäre es so ein Schleier, weißt du? Anlegen. Guck mal, jetzt habe ich Flügel. Die müsstest du aber auch haben, weil du dir das ganze Spiel gekauft hast. Geh mal hier in die Kommode. Oh mein Gott.
Ich weiß nicht, ob du auch was hast. Ich habe das damals bekommen, weil, ja. Oh Gott, nein, das sieht bei dir aber echt nicht aus. Lena, du bist keine Totenbeschwörerin. So besser? Ihhh! Da! Aber das passt zu dir, das erinnert mich an Starbound. Ja, ne? Das ist furchtbar. Ja, dann. Dann lass uns weitermachen. Hey, ist einfach nicht wahr. Oh. Guck mal jetzt. Hey, komm her. Ich habe ein paar neue Waren, die du dir unbedingt. Halt deine Klappe. Lena, wir kämpfen für das Gute. Keller der Verdammten. Ich sollte mir echt mal merken, dass ich diese Leichen immer zum Explodieren bringen kann. Hä, wieso bist du eine Stufe gestiegen? Bin ich auch eine Stufe gestiegen? Ich bin Stufe 6, du auch! Hä, hinkst du hinterher? Anscheinend. Oh. Achso, hallo. Aua! Du Kuh! Oh, ich hab Helfer! Lena! 10! Oh lol, das ist ganz schön teuer! Was? Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Es gibt einen Weg, oder? Sie wurde mit in den Schlafzimmer des Kanzlers gelegt. Meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Heim des Weglagens finden. Oh, der Weg, der Hahnbumm ist gut. Von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Was? Naja, ich weiß wenigstens schon, wofür ich mein Geld so viel ausgebe. Für mal aussehen, das stimmt. Ja, für Klamotten. Ja, aber ganz ehrlich, Lena, ich habe jetzt zwei Charaktere durchgespielt und das Spiel schon mal privat durchgespielt. Vor Let's Plays. Ich musste bisher nie was mit meinem Gold machen. Also. Nicht effizient. Gott, das ist geil. So. Damit sollte ich es aufnehmen. Oh Gott, ich werde die ganze Zeit umgeschleudert. Hallo. Okay. Der Totenbeschwörer ist voll gut. Ja, das ist voll gut. Der Totenbeschwörer ist richtig over. Okay. Ich muss gar nicht angreifen. Ich kann einfach die ganzen Leichen zum Explodieren bringen und meine Sklaven machen dann den Rest. Der Lehrling der Schmiede 15, 20. Das Gleichgewicht gerät zunehmend aus den Fugen. Vielleicht muss ich noch meine Arme das ändern, das erzeugt oder? Gar nicht! Das muss treffen! Das ist voll kacke! Ja, meine Arme muss ich noch ändern! Oh, Lena! Jetzt wie werd mir jetzt hier nicht zum Model! Wieso nicht? Wieso kann ich nicht meine Haare nicht länger machen? Scheiße! Lena, da war ein Schatzgoblin! Hast du das gehört? Und jetzt? Ich sammle einfach alles ein, Lukas. Mach ja, ja, weiter. Ja, meine Sklaven machen dann den Rest. Oh. Was? Oha. Ja, warte, ich bin hier gerade am... Ja, ja. Mach du ruhig. Ja, das ist voll over, dass das keine Essenz verbraucht. Dieses Leichenexplodieren, Leichenexplosionen-Bums. Das ist richtig over. Und sobald ein Viech tot ist, kannst du einfach die Explosion nutzen, um andere zu töten. Also, das ist voll der krasse Charakter. Lol. Nein, der Schatzgoblin ist entkommen. Lena! Das stimmt. Der hätte uns Gold gebracht. Oh, ich laufe einfach dem Gold hinterher. Voll gut. Ja. Der Becher ist... Ja, das macht man. Kannst du nicht zu Hause bleiben?
Fein. Ah. Oh, da liegt ein... Was? Fell? Fellgurt? Lena, ich zieh mir jetzt einen Fellgurt an. Der Totenbeschwörer ist richtig krass. Hast du wieder was Neues gefunden? Ja. Oh, hier, Schrein der Raserei. Was ist das? War ich jetzt ein Hut? Ach so. Das macht richtig Spaß. Achso, jetzt habe ich auch eine Krone, aber die muss ich erst. Ja, ne? Ja. Da musst du Rechtsklick drauf machen. Okay. Meine? Wenn das schon geht? Ja, und genau, dann schaltest du das frei. Wunderschön. Ich hab auch eine Krone, Lukas. Toll. Die ist bestimmt gut. Ich bleib dabei, ich finde den Totenbeschwörer echt krass. Was? Bist du gestorben? Lena, bist du gestorben? Nein. Okay. Boah, ich muss mal die Kleidung verkaufen. Das ist so gut, ne? Cromwell, der... Das Scheusal? Was? Lena, was tust du? Töten! Töten! Warte, ich unterstütze dich! Das ist voll heftig. Das macht es zwar voll einfach, aber das ist perfekt. Das ist ein super Anfangscharakter. Traurig nur, dass das Teil eines DLCs ist. Oh. Bäh. Das ist echt... Ich kann es nicht in Worte fassen. Nicht schön, aber selten. Ja, schön. Hallo. Oh. Du einfach gar nichts machen musst. Was? Hä? Nee, komm, ich nehme das für den Anfang mal mit. Ich feiere diese Leichenexplosion ungemein. Wo bist du hin? Ach, da oben. Ich komme!
bist voll schnell unterwegs. Und hinterlässt hier voll die Leichen. Hallo. Hallo. Haben wir jetzt alles? Ich weiß es nicht. Wie du auf einmal gründlich bist. Also ich habe hier unten noch was frei. Stimmt, ja. Am besten ist es immer, die Ränder abzulaufen, damit du weißt, so, wo hört die Karte auf. Wie manchmal mein Totenskaber gar nichts macht. Was soll das? Wofür beschwöre ich denn eigentlich? Das kotzt Essenz. Das finde ich nicht in Ordnung. Oh, da liegen 7 Gold. Ich laufe jetzt extra wegen diesen 7 Gold zurück. Und töte dabei Ameisen. Kinder, von da sind wir gekommen. Was müssen wir denn? Nach oben rechts. Soweit ich weiß. Höhle der Gefallenen? Ich weiß es nicht. Ich folge dir jetzt einfach mal unauffällig. War mein Fall seit doch unten. Meiner auch. Aber der sagt, wir sollen zum Hain des W-Clans. Also. Wir sind doch nach unten. Nee, da unten müssen wir hin. Höhle der Gefallenen, Ebene 1. Das klingt mir so, als... Eigentlich müsste ich es wissen, ne? Aber... Ich gehe nach unten. Ich gehe zum Fall. Aber Lena, das... Ich guck mal links. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Weil eigentlich müsste ich es wissen. Hallo. Oder? Was hat's denn hier mit dieser Höhle? Nee, doch nicht. Ja, natürlich nicht. Höhle von Gefallenen. Ah, das ist ein Bonuslevel. Okay, Lena, ich, ja. Oh, hier ist noch was los. Schwäche. Oben rechts. Oben links bin ich. Genau, oben rechts. Weil das ist ein Wegpunkt. Ich kann auch sein, dass wir zum Wegpunkt müssen. Das kann durchaus sein. Alter, der spreizt da die Beine. Weißt du, tot, aber Hauptsache... Jo. Ja. Ja. Ja, oben rechts ja, zum Wegpunkt. Ich komme. Ja, so ein Wegpunkt. Ja, ein Wegpunkt, aber... Kein... Das ist nicht. Weiterkommen, oder? Ich weiß es nicht. Sucht nach dem Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Das heißt, wir müssen zum Friedhof. Ich bin doch auf dem Friedhof. Ach so, das Tor! Ja, der Luft ist echt nicht der stärkste. Ja, das Tor, was wir hier geöffnet haben. Das ist noch ein Tor. Lena, wir haben jetzt hier einen Speicherpunkt erreicht. Stand das bei dir gerade auf? Ja. Dann ist das jetzt ein super Zeitpunkt, um aufzuhören, weil sonst wird alles, was wir machen, nicht mehr gespeichert. Bis aufs Level und die Gegenstände, die wir sammeln. Das ist ein bisschen doof. Aber nicht zu ändern. Weil hier müssen wir nämlich die... einzelnen Krypten untersuchen. Okay, ciao. Ich hab keine Ahnung, wie ich das Spiel verlasse, aber okay. Lass mich wirklich nicht weiterspielen. Ja, ich würde auch am liebsten weiterspielen. Ich meine privat. Aber du kennst es halt alles nicht. Das ist voll gut. Gehst du denn jetzt hin? Nicht. Mein Aussehen verändern. Wir sind ein tolles Team, Lena. Weil ich habe sehr viele Dinge, die ich nicht brauche.
Ja, ich könnte. Und ich sehr gut verkaufen kann. Ich könnte ich auch. Wir können, da war ja ein Wegpunkt, ne? Wir können uns zurück nach Tristram teleportieren und von dort aus dann auch immer wieder hierher zurückkehren. Das ist eigentlich ganz smart gemacht. Hey, warum bin ich so langsam? Ja, ja, warum? Bei einem Händler, hier. Da, wo auf der Minimap bei dir so ein Geldbeutel ist. Verkaufen, zurückkaufen, Reparatur, Waffen, Rüstung. Warte, dann verkaufe ich aber auch. Kann ich verkaufen? Ja, mit Rechtsklick auf die Items, die du hast im Inventar. Das ist unmöglich. Jetzt. Ja, du. Klickst den, du klickst den Typen an, hast dann so ein Geldsymbol als Maus und dann klickst du die Sachen in deinem Inventar an, die du verkaufen willst. Außer die du natürlich ausgerüstet hast, ne, ist klar. Boah, ich könnte mir jetzt voll den geilen Stuff holen, ne? Aber A, lohnt sich das nicht? Weil wir eh bessere Sachen finden? So, und B, alles verkauft. Ja. Willst du dich jetzt noch umtransmogrifizieren? Alter, diese Würmer ja, auf deinem Rücken, ne? Sind schön, ne? Die machen mir Angst. Ja, färben will ich ja nicht. Ja, macht ja keinen Sinn. Ja, doch, färben macht schon irgendwie Sinn. Kann ich die Krone ändern? Ah! Krone ändern! Ey, es ist immer wieder eine Freude. Ich würde ja den Arm ändern, warte. Aha. Ich guck mal eben, ob ich hier Färbemittel. Was macht denn am meisten Sinn? Dieser Gegenstand kann nicht eingefärbt werden. Aus dem Gürtel geklappt nicht. Was mit Ärmelschienen? Okay. Okay. Mein Schwert. Mein Schwert funktioniert das. Okay, nein. Was ist denn Standard? Warte, was passiert? Neue Farbe. Wenn ich. Oh Gott, ich habe Angst. Oh, das geht auf! Aber ich finde die Farbe eigentlich ganz okay. Okay. Was muss ich denn immer machen? Das ist dann auch scheiße. Nein! Meine Kopfhörer spinnen. Hallo! Sound! Okay, ich habe dich gut. Hey. Was war das? Hä? Lena? Warte, ich guck mal eben ganz kurz was nach. Ach ja. Lena, bist du noch da? Ja. Okay. Müssen wir jetzt nicht Feierabend machen, leider? Ja, warte. Ich würde auch so gerne weiterspielen, aber es geht leider nicht. Welches ist denn günstig? Alter. Grün. Grün ist günstig und blau. Wir nehmen blau. In dem Blau. In dem Blau. Alter. Also Lukas.
das aus? Kann ich auch die Krone färben? Du hast ja gar keine Schuhe an. Ich kann die Krone färben, Lukas. Ja. Obwohl, nee. Oh doch, auch ein Blau kommt. So. Mein neuer Farbstil ist blau. Finde sehr. Kostet nicht viel. Ja, außer Nerven. Warte, wie viel kostet das denn, wenn ich zum Beispiel. Nur 500, egal was, okay. Ich bin fertig. Ja, gut, dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen dieser Aufnahmerunde Diablo 3. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Was? Möchtest du abschließend noch was sagen? Nein. Keine Kaufempfehlung? Kauft euch blau. Was? Erlaubt? Blau. Blau. Alles schön blau färben, weil es günstig. Ich sprach jetzt eher vom Spiel. Oh, Füße. Füße habe ich gar nicht. Warte, Lukas. Füße habe ich noch gar nicht. Lena, bitte. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus. Ja, und ich laufe barfuß rum. Ist mir egal. Hast du deine Schuhe einfach entfärbt, also mit diesem Unsichtbarkeitsbums? Das sieht schön aus. So, machen wir das. Und dann färben wir noch die Schuhe, ist ja klar. So, blau. Hast du dir jetzt extra Schuhe gekauft? Nein, ich hab Schuhe. Ich bin sehr. Sieht doch wunderschön aus, oder? Mhm. Natürlich. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Gegenstand habe, muss ich es färben. Aber da kommst du irgendwann gar nicht mehr hinterher. Und? Ja, das juckt dich nicht, ne? Ich werde hier gestern drum betteln. Ich brauche Geld, Lukas. Ich kann meine Hose nicht färben, so kann ich nicht mehr weiterkämpfen. Kann ich mein Schwert blau färben? Zu dem Bein. Zum Schwert. Was? So. Ja. Nein, geht nicht. Okay, das kostet 10.000. Ja. Nee, danke. So. Bin fertig. Wie gehe ich jetzt von hier raus, Lukas? Ja, du drückst Escape und verlässt das Spiel. Achso.